Aber wir müssen dafür sorgen, dass keiner verletzt ist. Alles klar. Gehen wir mal schnell in den Keller. Zur Munition. Ah, jetzt streiken die auch, die dummen Wichser. Holen wir uns gleich mal jemanden mit, wo uns hilft. Hast du Ich brauche Hilfe bei einem Job. Wie sieht's aus? Ich bin dabei. Du kannst auf mich zählen. Erlaub. Dann mach ich ihnen. Corleones bezahlen Streikbrecher! Unterstützt die Gewerkschaft! Wir haben auch Rechte! Was zum Teufel? Nieder mit den Corleones! Du bist... Corleone ist unfair! Kann ich wirklich nicht. Ich schlag mich gerade alle Windel weich, dass wir es bekommen. So. Naja, gut, wir haben jetzt keinen getötet, aber wir haben ein paar zusammengeschlagen. Gut. Streik erledigt. Was haben wir wieder? Eine Gefälligkeit, okay. Einer der Titania-Mitarbeiter streikt immer noch. Er macht es alleine. Jetzt haben wir keine andere Wahl mehr. Töte ihn! Töte ihn! Ah! Ah! Wookie. Ja, so meine Wookie-Apus. Ah! Oh, lauf der mir wäre voll ins Auto hin! Nur die Feder! Ah, fahren wir noch broken. Alles klar. Ja, wir machen Gefälligkeiten, dann gehen wir auch wieder in die Hauptmissionen. Ja, das gehört alles dazu. Das wisst ihr. So interessant ist es jetzt auch nicht. Hauptmissionen müssen halt, ja. Und auch ein bisschen zum Grübeln was bieten. Man kann ja nicht immer alles so vonstatten gehen. Wir können ja einfach immer jede Hauptmission machen. Dann könnte ich das Spiel ja gar nicht spielen. Dann wäre ja voll unnötig. Außerdem habe ich diese Gefälligkeitsmission noch nie gemacht. Das kommt ja auch noch dazu. Das habe ich ja noch nie gemacht, deswegen interessiert mich das ja auch. So. Ah, Clemenza will was von uns, was dein Haus ist, wie es aussieht. Ah, ein paar Jungs. Hey, wenn das nicht Mister, ich kann keinen Streik auflösen, ohne dass die ganze verdammte Welt davon erfährt ist. Clemenza, warum so wütend? Ich sag dir warum. Du hast einige Demonstranten den Arsch aufgerissen und jetzt reißen die Cops mir den Arsch auf. So sieht's aus. Also, du schuldest mir jetzt was. Natürlich. Hallo. Tut mir leid. Was brauchen Sie? Diese Typen hier haben mir einen Tipp gegeben. Die Cops sind unterwegs zu meinem Haus. Alles, was sie nicht finden sollen, ist auf diesem LKW. Du musst den LKW zu Paulis ehemaligem Versteck bringen. Pass aber auf, dass dich die Bullen nicht schnappen. Die Ladung könnte uns alle in den Knast bringen.
Okay. Ich höre sie kommen. Steam Searcher. Ab, dann können wir ja irgendwo los, ne? 1000 Wachsamkeit, genau. Das ist weg. Ist eh scheißegal, ob wir den Korb umbringen oder nicht. Wie viele Statisten sind hier wieder unterwegs, ne? Wow! Wir sind auf ein Gummiband gefahren. Ja, man backt sich durchs Auto durch. Ey, Mann. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Ganz ehrlich, das ist doch nicht. Das ist nicht richtig, ey. Das finde ich nicht richtig. Das finde ich echt nicht richtig. Das ist einfach nicht okay, was da jetzt gerade eben wieder abgespielt worden ist. Man soll diese Polizisten. Na, soll es meine Eltern. Komisch, ne? Fuck you. Naja, das kriegen wir noch in den Arsch gefickt, natürlich. Du hast einen neuen Versuch. Hol nochmal den LKW ab. Das ist wohl jetzt nicht euer Ernst, oder? Ganz ehrlich. Holen wir uns den LKW halt nochmal. Mich das an, ne? Ich hab mal gemeint, dass jetzt muss das Spiel mal gewinnen, aber es hat sich dann wieder erledigt. Ey, das gibt's doch nicht. Oh Mann! Geh doch weg jetzt! Er stellt sich mit seinem Mini-Revolver dahin und ballert auf mich drauf. Was ist mit euch los? Ich würde mich einscheißen, wenn so der Fall wäre. Ich stell mich doch noch vor euch. Leute! Was ist mit euch kaputt? So ein hirndünn Schiss kann man doch nicht haben. Noch einer, der backt sich erstmal durch uns durch. Ja, geschafft. So. Wenigstens.
So, ich gehe jetzt erstmal speichern. Kennst du das? So, und jetzt können wir weitermachen. Ab, ne? Ich glaube, wir fahren jetzt zu den Hauptmissionen. Ne? Los geht's. Ab nach Midtown zu unserer Frau, die jetzt auch schon seit 5 Jahren auf uns wartet. YOLO. Vor allem steigt der vorne ein und krabbelt da nach hinten. Typ, ne? Immer geradeaus, Richtung Midtown. Ja, das ist das, was wir wollen. Auf nach Midtown, auf nach Midtown, auf nach Midtown, auf nach Midtown. Midtown, 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 Midtown. Yeah. Das war der Midtown Blues. Das war der Midtown Blues. Oh yeah, Midtown Blues. Und nicht der Midtown Blues, sondern der Midtown Blues. Oh yeah, 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 yeah. Oh. La 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 la. Ich fahre Auto. Ich fahre Auto, 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 Auto. Ah, 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 Auto. Ah, 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 Auto, Auto. Unios hassen uns immer noch. Ich will nicht einen Krieg mit uns erheben. Dass die mal runterchillen, ne? Hallo! Sind wir da? Hure, ich komme nach oben. Be ready. Prepare your anus. So, da bin ich. Jetzt wird's persönlich. 1950, ein aufstrebender junger Mann, der der Familie sehr viel Geld einbringt. Gibt es etwas Besseres? Die Familie ist beeindruckt. Angeblich hat Sonny große Pläne mit ihnen. Frankie Malone, tough, schön und verliebt. Hey, Teufelskerl. Freut mich, dass du es geschafft hast. Die sind hinter mir her. Raus hier. Lass mich hinauf. Wir haben sie. Gehen wir. Wo ist meine Frau? Hey, Arsch.
Arschloch. Maria. Maria. Keine Sorge, ich werde pünktlich zahlen. Achtung. Halt! Sie wissen, wo Frankie ist. Sagen Sie es mir. Okay. Sie ist in der alten Kirche. Da kannst du ihr beim Sterben zusehen. So, Kollege, für den Spruch, ne? Für den Spruch kassierst du so eine ekelhafte. Und jetzt brenne. Erstmal telefonieren. Monk, ich komme rüber. Es ist was passiert. Mit Frankie. Verdammt, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben sie einfach mitgenommen. Hol mich an der 40. Ecke Lexington ab. Beeil dich! Fahren Sie das Auto der Corleones und treffen sich mit Mock. Alles klar. Hinter mir her. Sie ist rausgelaufen und hat versucht zu fliehen. Es waren einfach zu viele. Ich habe sie verloren. Wir werden sie befreien, Monk. Kommen Sie. Sie hat doch mit all dem gar nichts zu tun. Sie schafft es. Zu St. Michael's Church müssen wir fahren. Aber mal, dass hier nichts passiert. Sie ist nämlich wirklich sexy. Da kommen wieder die Arschficke hinter uns her. Komm schon. Ayurisa, St. Michael's Church in Brooklyn. Wir sind in Midtown, Freunde. Also, das ist nicht so, ne? Verstehst du auch nicht. Soffen oder so. Was geht das schon wieder los? Boah, Alter. Ganz ehrlich, was war das gerade eben?
Mit der Vorbesprung. Aber mal Vollbremsung und dann ein Tonnenmodus aktiviert. Und voll rein. Alter, warum müssen die gerade nach Brooklyn bringen, Leute? Alter.